Ja, moin moin, da sind wir wieder bei Station Leaders auf Europa mit Wobra und ja, ich habe da natürlich ein klein bisschen zu viel gebaut und sind schon fast voll und ich brauche unten eigentlich nur noch 4 Stück. Von daher, der Rest, der kommt nachher hier rein, weil es kann sein, dass wir den nachher noch brauchen. Ich würde gerne nämlich auch noch den Strom anzeigen lassen, wie viel Incoming und wie viel Outcome es ist und wie viel geladen ist. Das würde ich gerne noch machen. Aber dazu muss ich dann auch erstmal den Skript raussuchen. Irgendwo hatte ich den auch noch mit hin versteckt. Ach, dann warte mal. Verdammt. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 und die X-Gase. Ich habe nämlich alles falsch gemacht unten beim Anschließen. So, warte mal. Erstmal die. Brauchen wir. Ne, hier gar nicht. Hier nicht. Zwar hier brauchen wir einmal. Das eine bleibt unten dran. Beide bleiben unten dran, genau. Und dann brauchen wir aber unten noch einen Analyzer. Ich habe jetzt Anal geschrieben, ich weiß. So, einen rüber, den brauche ich nachher für die Tanks unten anzuschließen. Dann brauchen wir Glas, logisch. Und die Datasette brauchen wir auch noch. Die nehme ich auch direkt mit. Bei Ausweisen mal nichts vergessen. Das wäre dann mal der richtige Brüller. Das sagt eigentlich der Strom, da kommt immer noch nicht genug an, glaube ich. Aber ist ja egal. Wir brauchen ja gerade viel. Den hatte ich angeschlossen. Da habe ich auch die Dinger gemacht, angemacht an den Moped draußen. Da brauche ich dann auch die Heizdingen. Das werde ich alles jetzt gleich direkt anschließen, damit wir das wissen. Und dann brauchen wir die Filter. Die Filter, das ist jetzt eine Sache. Da nehme ich die Medium erstmal. Weil die hier sind mir zu teuer. Invar und Stellate, die muss ich erstmal herstellen. Und die habe ich noch nicht hergestellt. Weil ich habe hergestellt bis jetzt nur Lötzinn, Elektrum und Dingsbums da. Von daher nehmen wir die Minimi. Silber und Konstantan. Silber habe ich doch hier. Das Blöde ist, ich habe keinen Silberbarren mehr. Dann muss ich nämlich erstmal einen herstellen und hoffen, dass ich den noch angeschlossen habe hier. Dass er noch ein bisschen Saft hat. Ne, das hat er ja gar nicht mehr, stimmt. Dann muss ich den anmachen. Der hat keinen Strom. Das ist natürlich sehr gut. Hier muss ich umbauen. Dies muss ich wegbauen hier und muss das hier ein bisschen einen rüberschuffeln. Das bleibt. Die Richtung bleibt auch. Auf jeden Fall. Aber der hier kommt hier hin noch. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Von daher mache ich das jetzt mal eben schnell, weil sonst vergesse ich das wieder. Ihr seht, ich war eben auf einem anderen Spielstand, habe eben geguckt, wie ich das nochmal da gemacht habe. Das ist der einfachste Weg. Ihr könnt das natürlich euch. Ach du Schande, das geht ja gar nicht. Dann muss ich den doch mal eben wegmachen. Dann muss ich das alles hier nochmal eben kurz. Achso. Gib mir statt Dingen hier. So, mache ich das nämlich. Dann kommt. Hier, wo ist er hin? Da. Nee. Moment.
So, sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber... Warte mal, die habe ich vergessen. Und zwar so, nee, nicht so. Da hinten ist zwar der Strom, aber der muss ja hier hin noch. Also mache ich das. Nee. Doch. Doch. Weil, den kann ich ja so anschließen. Bäm. Fertig. Dann kommt der Strom. Dass sie das hier immer noch nicht gefixt haben, finde ich eigentlich recht lustig und finde ich auch super. Dass man hier durchs Rohr durchmachen, durchlegen kann. Finde ich absolut klasse. So, jetzt sind alle angeschlossen. Wobei der hier eigentlich nur für Strom da sein muss. Ne? Wegen einfach mal durchzimmern. Das macht er wahrscheinlich, weil es leer ist. Der nach da ist auch richtig. So. Dann machen wir hier erstmal ein bisschen Feuer unter Minton. Ja, ja. Nein, doch Quatsch. Ach, den Strom. Sag doch was. So. Komm, Feuer durch. Das ist nicht heiß hier noch, mein Freund. Jetzt. Habe ich hier irgendwas? Ist doch hier am Eingang dran. Hallo. Einmal mit Profis, sage ich dann. Einmal mit Profis, ey. So, jetzt haben wir 1,5 km. Das dürfte reichen. Schwupps. Oh, essen und trinken muss ich. Lass den einfach mal laufen. So, weil Pedro hat nämlich auch gesagt, dann kann ich den nämlich anlassen. Und dann verliert er nicht so schnell die Hitze. Was ja auch nicht recht gut normal richtig klingt auch, ne? Halt einfach, weil es halt so richtig ist. So, hier braucht ihr jetzt Silber, ne? Und Konstantan. Ne, hier nicht. Konstantan habe ich hier. Das heißt 2 CO2.
Eine haben wir schon mal. Und Nummer zwei. Jetzt muss ich aber eben kurz hier an die hier loswerden. Warte mal. Ja, da habe ich kein Board mehr. 200. Um eine Ausnahmsweise mal dahin. Ich brauche neue, mehr Schränke. Definitiv brauche ich ein Lager, weil die müssen auch noch weg. So, 2 CO2 habe ich. Dann brauche ich N2 mal. Hier nochmal ein Dankeschön an Diego, ne, der mir zweimal geholfen hat oder mich zweimal auf was aufmerksam gemacht hat und Tipps gegeben hat. Sehr geil, auf jeden Fall. Bin ich auch sehr dankbar drum, dass man auch aus der Hood-Community ein bisschen Hilfe kriegt. Das finde ich echt klasse. Ja, eins, zwei. Hau raus die Scheiße. Ja, flüchtige Stoffe und sowas müssen wir ja auch haben, weil wir den den Tank draußen ja auch noch mal mischen möchten und so weiter und so fort, ne? Also anheizen möchten. Und dafür brauchen wir dann noch einmal noch einmal Moped. Ich habe den Namen vergessen. Ich und mein Hirn, wir sind, werden keine Freunde mehr, glaube ich. Das ist vorbei. Nein, kannst wieder rüber. Nein. So. Das habe ich. Dann kann die Kabel nicht hier rein. Ein Kabel kann hier rein. So, dann habe ich nämlich für die anderen zwei nämlich auch noch. So, N2 habe ich, O2 brauche ich dann auch noch zwei. Das passt nicht. Jetzt passt's. Wir haben jetzt O2, N2, H2O, CO2, H2O. CO2, N2O und O2. Nein. D und den haben wir. Das heißt, wir brauchen noch X und das andere. X und das andere. Klingt gut, ne? So. Echt vergessen, wie das heißt. Da ist es. H2, genau. Habe ich doch gesagt, ne? Also diese Filterung wird eine ganz einfache Filterung sein. Also falls ihr auch den Skript haben möchtet, den habe ich von einem anderen bekannten YouTuber gemobst und ein klein wenig verändert. Und ja, um Strom zu sparen, werdet ihr aber gleich sehen. Das habe ich nämlich mit in dem Skript den geschrieben, dass ich den gemobst habe. Von welchem YouTuber? Eigentlich für Station hier ist ein recht bekannter Deutscher. Ich hoffe, der Herr ist mir nicht böse, weil ich mir den gemobst habe und verändert habe. H2, H2. CO2. Ich weiß, die werden nicht allzu lange halten. Das ist Chlor.
Das ist hier. Oh, tu. So, die haben wir. Dann kommen hier noch 4 Stück, die ich natürlich vergessen habe. Dann sind wir hier unten nämlich fertig. Nee, Quatsch, den. Das Ding müssen wir noch machen hier, die Schaltung. Was hatte ich jetzt vergessen? 4 Stück davon, ne? Oder? Was habe ich denn jetzt vergessen gehabt, Mann? Ey, mein Hirn. Bringe ich erstmal den den Filter von draußen raus. Da. Dann waren das doch nicht 4 Stück zu wenig, sondern genau richtig fast, ne? Da ist noch der andere, ja genau richtig fast. Super. Ich habe jetzt nicht mit gerechnet. So, hier kommen noch die Filter rein. Bam und bam. Genau, richtig. Ich war gerade eben kurz überlegen, ob das überhaupt richtig war, was ich jetzt gemacht habe, aber es war gut. So, dann nach unten anschließen. Oh, ich bin ein bisschen verrischt. Jetzt habe ich den außen nicht angemacht, ne? Das heißt, ich kann den noch nicht anmachen. Sehr geil, sehr geil. So, dann einmal. Nee, Quatsch. Nicht du. Erstmal du. Das ging auch mal schneller, glaube ich. Schon alles zu machen hier. So, dann kann ich alle einschalten. Blub. Ne, doch, ne? Ja, ja. Dass ich alle erstmal nicht an. Ne, weißt du? So, warte mal, das erste mache ich mal hier. Eben kurz mit dem Wasty. So, wo ist er? Konsolenanzeige. Abbruch. Wieso kann ich die nicht auswählen? Warum konnte ich die Filter nicht auswählen? Ich sag bloß, ich habe die falschen genommen, ich Depp. Eieiei, ich habe die falschen genommen. Habe ich die nicht falsch genommen? Hash Display. Die sollten anzeigen. Da bin ich weg. Was habe ich denn da jetzt im Kopf? Da irgendwas geändert dran? Nee, ne? Kann da nicht. Energiesteuerung ist es nicht. Motorsteuerung auch nicht. Hash-Anzeige, Graphenanzeige auch nicht. Gasdisplay, warte mal. Verdammt. Jetzt habe ich nicht mal mehr Kupfer hier.
Ich würde neu holen. Ich muss mal ein Lagerhaus bauen. Wo ich nur. Ach doch, guck mal da unten. Wo war nur. Wo ich alles Barren reintue und so was. Das muss ich mal machen. Das ist, ich muss die Silos unten fertig kriegen. Oder fertig machen. So, warte mal, das hier wollte ich. Gasdisplay. Ich glaube, Gasdisplay war es dann. 14 Stück. Ich gehe erstmal gucken. Ich mache erstmal zwei. Ich hätte den Rest umsonst gebaut, war ja klar, ne? Naja, ist klar. Ja, genau das war's. Nämlich, da ist er. Waste. Grad. Gut. Dann kommt hier der X rein. Dann muss ich nämlich alles doch mal rausmachen. Nein, nicht du. Das ist sehr klasse. Das werde ich, glaube ich, erstmal offline machen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Denkt an das Abo und das Like, ne? Denkt dran. Und denkt auch an Twitch, wenn ihr mal Lust habt, vorbeizuschauen und mal Hallo zu sagen. Kommt auf Twitch. Twitch, WobraTV und könnt ihr mal ein Hallo reinlassen oder so, ne? Ich hoffe, ihr seid immer da. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao. Thank you.